Ja, stimmt, das war. Es schien auf jeden Fall schwerer gewesen zu sein als andere. Als die anderen. Hä? Haben wir nicht plus zwei Feuerrate gerade eingesammelt, plus ein Clip? Ach hier, ja. Ach so, das war das. Nee, das war das nicht. Egal. Feuerrate. Ich muss es beenden. Okay. Ich muss beenden, was ich begonnen habe. Okay, das passt zu weit. Das muss jetzt aufhören, Mann. Nicht bevor wir die Marker stoppen. Der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist der, um meinem scheiß Leben einen Sinn zu geben. Feuerrate noch gebrauchen. Hatten wir die Konversation nicht gerade schon? Verschwinden hier. Was? Haben die gerade bei dir nichts mit nicht miteinander gesprochen, die zwei? Ich bin gerade an der Bank. Ja, aber trotzdem, ja, ich auch, aber trotzdem haben die doch was gesagt, oder bei dir nicht? Nee, bei mir kam nix. Oh, wir hatten gerade nochmal dieselbe Konversation wie vorher auch. Na super. Also. Hast du noch eine Torkstange eigentlich? Oder muss ich eine bauen? Nee, ich habe keine. Okay. Munition brauche ich unbedingt. Ich habe auch noch eine Schlüsselkarte zur Forschungseinrichtung. Ach so, ja klar, das ist, wo wir die Teile von Rosetta einsammeln müssen. Jupp. So, das, 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 das. Hä, hey, wo geht's denn da lang? Ach, von da kommen wir alles. Okay. Gut, hab nichts gesagt. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Vor einer Weile haben Sie mich gefragt, ob ich wüsste, warum ich das mache, warum ich zu diesem Scheißplaneten kam. Und? Es gibt einen Preis für das, was ich getan habe, Isaac, und ich werde dafür sorgen, dass er bezahlt wird. Finde ich gut. Ich auch. So. Alles klar, wir können irgendwo anders hin. Verriegelt, 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 verriegelt. Alles klar. Schon wieder. Ich steig da mal aus. Mach's gut. Da, hä? Ach nee, da. Eieiei, das war aufregend, das kannst du aber glauben. Ich muss mir das dann unbedingt ansehen. Dauert ja nicht mehr so lang. Inventar wird gespeichert, vor allen Dingen. Jetzt sind wir ja gleich richtig. Ah, das passt ja super heute. Vor allem diese, wenn diese Visionen von mir da kamen. Boah! Oh, das sind diese Schockmomente, die ich an Dead Space liebe. Heieieiei. Vor allem mit dem Headset auf dem Kopf, weißt du? Das sind halt die Schockmomente, die in Dead Space, also jetzt ohne die Koop-Mission fehlen würden. In Dead Space 3, finde ich. Ja, das stimmt. Ripcore. Da gibt's bestimmt hier wieder was für Roboter. Roboter, ja, hört man schon. Sieht ganz schön danach aus. Ein Geist, ein Körper! Ja. Selbstmord ist keine Lösung. Nur Mord. Akro Joscha. Bevor der nachher wieder zu so einem Nekromorph wird, obwohl ich glaube, das hilft nichts, dem die Gliedmaßen abzutrennen. Es wächst sowieso alles wieder nach. Eben. Ach, hallo. Was war das?
Zielfernrohr. Mit vollem Zoom. Cool. Das ist nicht der blöde Weihnachtsstern, Griswold. Das ist ein Leuchten auf der Klärgrube. Das ist mir gerade spontan dazu eingefallen. Kennst du das noch? Ja, natürlich. Ich liebe den Film. Der ist total geil. Da freue ich mich immer richtig auf Weihnachten. Das schon. Ich genau weiß, da kommt dieser Film vor allen Dingen wieder. Ich habe ihn auf DVD. Hätte ich auch gern. Oh Mann. Das ist so wie der perfekte Stalker-Gelände. Ja, da ist schon einer. Yep. So ein Hässler. Komm her, du Spasti. Komm her! Aua! Wo kommt der denn jetzt her? Ah, wo kam der denn jetzt her? Boah! Die kommt da drüber gesprungen. Ja, du warst schon zu weit vorne, glaube ich. Also mittlerweile liege ich weit vorne in der Sterbestatistik. Ja, das liegt aber immer nur an den Koop-Missionen, muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Wir müssen nochmal hier rein, der Roboter. Ach ja. Super, jetzt funktioniert der Roboter. Oh. Ich erstmal in Ruhe den Roboter auspacken, während die mich hier angreifen. Ja, solange du nur den Roboter auspackst. Ja, bei allen anderen werden sie vielleicht weggelaufen oder so, dann keine Ahnung. Oder wahrscheinlich eher hergekommen. Jetzt, nee, das wär dann nicht so gut gewesen. Jetzt geht der Roboter hier nicht mehr. Nein! Jetzt habe ich mich verdrückt. Wurscht. Will ich das nochmal hier benutzen? Ah ne, es geht jetzt bestimmt nicht mehr. Okay, geht nicht mehr. So. Hui, Wally! Du musst aber nur nicht so weit vorlaufen. Am besten gleich wieder zurück, wenn die angreifen. Und dann von einer Seite aus angreifen lassen. Lauf, da kommt einer von oben. Stimmen, die du machst. Das ist ja. Mies. Einfach nur verdammt mies. Was? Wie, ja, hä? Was war das gerade? Keine Ahnung. Das war unlogisch. Unlogisch. Wie geht's denn hier? Disposal Services. Müllkacke. Das ist scheinbar. Hä? Müllkacke. Wir haben keine Karte dafür. Ah, hier hat ein Artefakt. Das ist doch bestimmt optionale Mission, ne? Ich glaube, das ist eine optionale, ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann mal
eine Karte dafür finden. Müssen wir erstmal dann mal die Karte suchen und ja. Ist der Udo wieder da? Nee, das war diesmal was anderes. Hat aber nicht so ganz geklappt, so wie ich das wollte. Wir sind doch unter Garantie wieder Stalker. Ja, genau. Nee, das sind doch wieder diese Oh ja, genau, von hinten! Von hinten, gell, die Scheißerchen. Boah, das war knapp jetzt gerade. Wo kommen die noch immer? Ich seh's noch nicht. Ja. Das war auch gut. Ah, hinter dir. Wow. Oh, eine Katastrophe. Ich hab gleich keine Lust mehr. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Die kommen immer von sonst wo. Ich glaube, wir müssen bis ganz zurück wieder. Ja, aber ich glaube. Schnell weg, schnell weg. Siehst du, genau, der eine kommt nämlich aus dem Boden. Ja, hau drauf. Immer drauf. Die kamen auf jeden Fall von links jetzt hier, die uns überrascht haben. Den unten dran. Tesla-Kern oder wie auch immer, dieser Sekundärschuss, der die so wegschießt. Nee. Also der hier halt. Energiekanone. Ja, wie auch immer. Das Ding ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ja, vor allem, wenn sie dich mal einkesseln. Ja, von hinten schon wieder. Da bist du überhaupt nicht noch vorbereitet, aber ja, mach's normal. Ist das zu Ende, Juri? Ah, eine Kiste. Scheint's endlich geschafft zu haben. Na, ja, sieht ganz danach aus. Na komm. Hm? Fakt, Isaac. Wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Und meine Mission ist es, dir in den Arsch zu treten, mein Herr. Ja. Elton John. Also ich habe nichts gegen Elton John, muss man natürlich dazu sagen. Ich